So, Leute, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Windforge. Moment mal, wie sieht's eigentlich in meinem... Okay, mein Inventar ist halbwegs... Ach, ich hab das aufgebaut, ne? Schon in dem Schiff, oder? Ne, ich bin gar nicht unter Building. Building. Ja, sieht so aus. I'd like to manage my ships. Und ich möchte gerne den Hunter haben. So. Wir sind für vieles noch ziemlich schlecht ausgestattet. Da schaue ich mich gerade mal ein bisschen auf der Karte um. Ja, gut, ich werde ein. Hier war ich ja schon drin. Leider, oder zum Glück, wie auch immer. Es ist leider jedenfalls nichts mehr zu holen. Hier ist viel wildes Leben am Rumfliegen, schätze ich. Ich sehe nichts, aber. Ja, was ich tun muss, ist einfach mal mehr. War ich da schon drin? Ich weiß es nicht. Ich schau mal, also hier fehlen schon Bäume. Already searched, habe ich mir gedacht. Nein. Lass los. Blödes Haus. Blödes Haus hier. Hat mich eingeklemmt. Na, auch gut. Wenn ich hier nur wieder raus, dann kann ich hier wegfliegen und das reparieren. Ja, erstmal repariere ich das hier. Dann befasse ich mich mit euch. Das war's noch nicht. Das war's jetzt aber. Moment. Ich mach das mal so. Ne, ich zieh's gar nicht ran, wenn ich so mache. Naja, gut. Ich nehme das bitte schön mal mit. Nein, das hier. Das hier. Und als allerletztes den Ballon. Und jetzt schmeiße ich dich weg. Und da schießt wieder irgendjemand auf mich. Ich heile mich erstmal. Ja, das ist noch so ein Schiff. Ein bisschen Munition habe ich da noch gefunden. Nein. Wale scheinen hier auch am rumzufliegen zu sein. Alles klar. Na komm. Gehst du da weg? Nein. Naja, gleich gehst du da weg. Der Wal, den brauche ich erstmal nicht. Ich brauche vor allem neue Rezepte. Unter anderem. Ja, so ein kleines Vieh, das kann mich mal.
Die Bäume hier können mich auch mal. Ah ja, jetzt bin ich hier. Hier drin. Nicht. Okay. Danach ist es erstmal Zeit für eine kleine Reparatur. Alles klar. Ich sehe auch gar nichts, was irgendwie von Bedeutung wäre gerade. Außer das da. Der steht noch. Ja, kein Wunder, dass der sich noch bewegt. Und da schießt noch jemand auf mich. Und das ist natürlich das blödeste Schiffdesign, was ich angreifen könnte. Ich hasse es. Propeller. Oh, ich habe keine. Ich brauche mehr davon. Okay. Was macht der? 35 Leben. Komm. Ja, nicht ganz so wie geplant. Knapp daneben. Ich muss mir wieder neue Chestnuts besorgen. Das ist ja wohl mal klar. Davon habe ich aber auch 16. Ach nee, Fistnuts, ne? Chestnuts wäre was, was es gibt. Was waren das eigentlich nochmal für einer? Ein komisches Schiff, was irgendwie unnötig ist. In der jetzigen Form, die es hat, auf jeden Fall. Oder? Na naja, gut, es hat den Vorteil, es ist trotz dessen, dass es ein bisschen größer ist, ein bisschen flexibler ist das ganz große. Muss man ja eingestehen. Ach ja, und das mache ich mal hier ab. Das bringt mir ja relativ wenig. Ich möchte gerne. Ja, ne, ich nehme den Hunter wieder. Oder? Nee, ich nehme. Ich nehme das Starter-Ship.
Denn hier habe ich ja wenigstens noch. Hatte ich hier nicht auch. Hatte ich hier nicht auch. Nee, hatte ich hier nicht aufgebaut. Wo habe ich denn das denn da hingemacht? Moment. Oder steht das einfach nur. Nee, ich sehe es nirgends. Wo hätte ich denn bitteschön noch das Ding hingestellt? Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Meine tolle Chemical Workstation? Die müsste ich doch haben hier, oder? Show all. Doch, Chemistry Station habe ich hier. Ja. Was habe ich denn da noch? Choki Wood. Ich schau mal, wie viele Choki Woods ich habe. Oder ob ich sonst noch hier irgendwas drin habe zum Heilen. Also noch irgendwas sehe ich nicht auf den ersten Blick. Brauche ich denn. Ich habe die Choki Woods doch hier reingemacht. Ah, wie sehen die hier? Naja. Viele sind's nicht. Viele sind's nicht. So viel sei schon mal gesagt. Es sind auf jeden Fall zu wenige, um einen deutlichen Unterschied zu machen. Na, hier oben will ich hin. Na, ganz. Nee. Der Untergrund da. Oh. Ich schätze, das sehe ich gleich. Was ich da getroffen habe. Anscheinend gibt's hier eine Mine oder so. Das waren 17 Fistnaht, sehr schön. Das Kupfer nehmen wir hier natürlich auch mit. Okay. Na, komm hoch da. Na, da kommen wir nicht so einfach hoch. Von hier aus, meine ich. Okay, ich habe jetzt auch wirklich nur diese 17 Fistnuts. Warte, also das nicht die Dinger, die eigentlich. Warte. Fistnuts? Wo gab's die denn? Ja, das sind Butterballs, ich weiß aber. Das ist nur Wut.
Nichts weiter als Wut und eventuell noch Baumsamen, aber nee, die Fistnuts gab es bei den ganz großen Bäumen, oder? Die nebenbei auch ganz große Mengen Holz haben. So, dass man, wenn man sich häufig mit Fistnuts heilt, viel zu viel Holz hat. Ja, die haben die Fistnuts. Aber auch nicht unbedingt wenige davon. Da war ich wohl schon drin, wie es aussieht. So, dann kann ich das gleich ganze überflüssige Holz gleich wieder ablegen. Und was sonst noch so überflüssig ist. Tree-Sap. Ach so. Sirup. Sirup. Titanerz, wo habe ich das denn bitte schön her? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Weg mit dir. So. Eingeparkt und noch mehr Fistnuts besorgt. Ja, damit. Aufsammeln kann ich es dann immer noch auf dem Rückweg. Jetzt laufe ich erstmal nur durch und... Oh. Okay. Da ist dann doch auch noch was, was ich mir genau anschauen will. Okay. Ein bisschen Baumwolle. Schadet nie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier noch nicht drin war. Ich könnte mich natürlich irren, aber... Na, sieht so aus, als hätte ich recht gehabt.
So, und jetzt bitte hoch da. Und jetzt dann da hoch. Und na, da rein. Und jetzt hier durch. Warte mal, das ist gar nicht. Ach, da muss ich da oben durch eine extra Eingangstür. Na? Okay. Nee, die Shotgun nutzt nur was gegen große Ziele. Jetzt kann ich auch Papier herstellen, dank des neuen Rezeptbuchs. Keine Ahnung, was mir Papier bringt. Kann ich wahrscheinlich mein Schiff mit einer Rüstung aus Papier versehen. Oder so. Wer weiß. So. Okay. Und wieder raus hier. Ach, da oben war ich noch gar nicht drin. Naja, das ändert sich schnell. Und da ist bestimmt noch was für mich. Ja, da ist nämlich eine Kiste. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich da gefunden habe, aber irgendwas habe ich gefunden. War das nicht sogar eine Waffe? Steel Hunting Knife, genau. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, wieder zurück auf mein Schiff und weiter. Ich frage mich, ob Bäume nachwachsen. Irgendwann. Moment mal, bin ich gerade hier? Offenbar. Wieso denn das? Ich dachte, ach so. Ich werde immer bei der nächsten Stadt gespawnt, statt bei der, wo ich als letztes war. Das ändert alles. Und ist auch absolut akzeptabel. Wahrscheinlich muss ich die Stadt auch erstmal gefunden haben, bevor ich da gespawnt werden kann, aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht da oben liegen lassen.
Aber ich renne deswegen auch nicht wieder da hoch zurück. Simpel wie das. Oh. Ich habe einen Gast bei mir zu Hause. Moment, war das already searched gerade? Already searched. Okay. Dann war ich hier schon. Von der Seite reinzugehen ist ja mal wirklich nicht die beste Idee. Aber es hat ja funktioniert. Also was soll's. So. Ja, ich muss eins nach links und eins nach unten, wenn ich da in die Stadt will. Und das will ich. Denn da könnte es sehr gut noch Dinge geben, die ich gerne haben möchte. Insbesondere habe ich da ja noch eine Quest zu erledigen. Und ich weiß nicht, ob ich schon habe, was ich brauche, um sie zu erledigen, aber das werde ich dann halt rausfinden. Okay. Da ist die Stadt. Dann steige ich mal ab. So. Ach, da war's, ne? Oder? Ja, muss da gewesen sein. Der wollte nur irgendeine Waffe von mir. Ich weiß nicht, was für eine gerade. Ich glaube, eine Maschinenwaffe. Eine Maschinen... Pistole oder... Machine Gun. Ja, eine Maschinen-Machine-Gun. Aber eine Maschinenpistole oder Maschinengewehr? Keine Ahnung. Gasmaske? Her damit. Power Armor. Ja, das wird sicher... Werden wir sicher schon herstellen... Werden wir sicher schon die Zutaten für herstellen können, ganz sicher. Heavy Mesh... Nee, Ammo. Aber hey. Ein Rezept für nur 6 Dollar. Das nehme ich doch mit. Gatling Gun. Automatic Pistol. Ja gut, das ist ja eine Machine Gun. Jetzt brauche ich gerade nur noch Building Item Stash. Das stelle ich hier mal hin. Ne, Item Stash bringt mir ja nichts. Ich will ja es herstellen und ein Item Stash hilft mir nicht beim Herstellen. Weapons. Wenn ich das jetzt hier herstellen kann. Moment, show all Weapons. Vereinswurst ist eine Weapon. Ernsthaft? Ach so. Ach so. Na, wenn sonst nichts ist. Wenn sonst nichts ist. Ach, ich, eine Rifle kann ich auch. Warte,
Automatic Rifle and Automatic Pistol kann ich beides herstellen. Moment. Ich brauche natürlich die Rohstoffe dafür. Automatic Rifle. Irgendwelche Ignats, Rubber und Spring. Spring. Kann ich Springs herstellen oder... Firestone Engine. Dazu brauche ich natürlich Vulcan Steel. Und Firestone. Das gibt's wahrscheinlich irgendwo in den tiefsten Tiefen des Planeten. Oder der Atmosphäre. Irgendwo da, wo das Feuerzeug vom... Also nicht das Feuerzeug, sondern das Feuer von unten hochkommt. Wenn man in der Mitte ist. Spring. Kann ich nicht herstellen, aber... Ich erinnere mich, dass man es kaufen konnte. Daran erinnere ich mich. Daran erinnere ich mich. Übrigens, das Saving Game war ich jetzt gerade mit dem Quicksave. Ich habe hier oft genug auch Autosave, dann wird nicht Saving Game angezeigt, glaube ich. Habe ich zumindest... Nee, nee, da wird kein Saving Game angezeigt. Bin ich mir ziemlich sicher. Das könnte ich übrigens mal öfter machen, Betten auseinanderzunehmen, weil ich glaube, es gibt keinen schnelleren Weg, um an Baumwolle zu kommen. Was, 51 auf einmal gerade in einem Bett? Ja, es gibt keinen schnelleren Weg, um an Baumwolle zu kommen, als ein paar Betten auseinanderzunehmen. Ach, hier habe ich sonst hergestellt. Hätte ich gerade mal auch hingehen können. Wahrscheinlich, vielleicht kann ich hier sogar eine Spring herstellen. Ich zweifle es ein bisschen, aber vielleicht. Ich sehe nichts dergleichen, oder? Chemistry Station sicher nicht. Machine Shop vielleicht. Metalworking Station. Smelting Furnace. Nee. Aber irgendwer hat sowas doch verkauft. Wer war das denn? Warst du das? Das wäre schon... Sehr. Schwefelsäure kann ich schon herstellen, oder? Ja, richtig. Aha. Ja, nee, aber du hast keine, keine Springs. Ja. Das ist natürlich schade. Ich brauche Federn. Naja, du hast nur Lebensmittel. Der da unten... Ketchup haben. Da habe ich ja noch nicht nachgesucht, als ich eben bei ihm war. Richtig? Nee, habe ich nicht. Der hat's nicht. Hat der was? Sieht nicht danach aus.
Gleichzeitig könnte ich aber auch ein paar Sachen mal verkaufen. Weil ich glaube, Ship Control Panel brauche ich zum Beispiel keine 6 noch, Radar auf Reserve. Und ich glaube, es war noch Dirtblock. Naja, kannst du haben, wenn du es schon kaufst. Wo ist denn? Habe ich die schon eingelagert? Oder kauft er einfach nicht alles? Kann sein. Ich schau mal unter Building hier. Nee, muss ich schon eingelagert haben. Die Sachen von den letzten Schiffen, die ich geplündert habe. Aber Diamond Drill brauche ich sowieso halt kein Rezept für. Solange ich kein Rezept für Diamonds habe. Ich weiß noch nicht, wie man die herstellt. Also. Weiß nicht. Irgendein Pressenzeugartiges Dingens. Air Purifier. Das ist dann wahrscheinlich für ein Schiff sinnvoll. Wenn man in die Atmosphäre, die vergiftet ist, unten hin und ja. Gas Tank, die brauchte ich auch noch. Paper Receipt habe ich schon. Reinforced Wood Block. Ich glaube, das konnte ich noch nicht herstellen. Rubber kann ich auch noch nicht herstellen, soweit ich weiß. So. Solenoid. Keine Ahnung, was das ist. Support. Ist das das, was im Hintergrund gerne mal übrig bleibt? Möglich. Allerdings. Wüsste ich nicht, warum man die herstellen sollte, von daher wahrscheinlich nicht. Armor Plated Block. Interessant. Habe ich wieder einiges zu lernen. Aber eigentlich war es ja nicht das, wonach ich suche. Nicht ganz zumindest. Hier, sowas sollte man gerne mal kaputt bohren. Dann weiß ich wenigstens, wo ich schon dran war. Hallo, bist du ein Priester? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Du hast dich einfach nur nach da oben geschwungen und bist deshalb ein Agility Trainer. Ja. Meinetwegen.
Ja, eine Spring. Kriege ich nicht so einfach anscheinend. Aber ich werde auf jeden Fall gerade mal darüber gehen. Und nochmal schauen, was das Neue, was ich so bauen kann, alles ist. Zum Teil klingt es sehr interessant, aber ich weiß noch nicht, was es genau macht. Okay, jetzt erstmal hier Weapons. Da hat man ja hier Automatic Pistol, die brauchen eine Spring. Okay, brauchen beide Springs. Das eine braucht nur mehr Barren und mehr weniger Springs. Übrigens, Rope kann man damit direkt irgendwas anfangen. Es interessiert mich wirklich gerade noch, ob man Ropes auch irgendwie richtig nutzen kann. Oh, kann man auch? Tatsache. Die Ropes funktionieren ähnlich wie der Grappling Hook, aber das ist es auch schon. Ich würde jetzt das zweite Ende gerne anderswo anbringen. Das wäre, was ich gerne täte, aber offenbar geht das wiederum nicht. Ach ja, aus Tricep. Ja, natürlich. Natürlich, Armor-Plated Block. Ach so. Da kann ich quasi... Okay. Muss man halt mal schauen. Das könnte man vielleicht als... für die Außenwand des Schiffes nehmen. Eines größeren Schiffes, wohlgemerkt. Mit vielen Ballons und ähnlichem Zeug innen drin. Naja. Das war jetzt... Ach so, mein Schiff habe ich hier gar nicht. Kann ich das gerade herholen? Nee. Kann ich nicht. Egal. Dann hole ich das Schiff her. Will drauf. Genau, das ist jetzt ein Problem, weil hier die Wand ein bisschen weg ist. So. Naja. Es war von Rezepten her hier gerade auf jeden Fall ergiebig. So viel will ich ja. Das ist ja schon eine gute Sache.